Hallo, das glaubt mir keiner. Ich bin jetzt hier in Passau am, das müsste das Donauufer sein. Und neben mir seht ihr die, ich hätte jetzt fast gesagt, MSS Viking. Kleiner Moment. Das ist scheinbar so ein Donaukreuzfahrtschiff. Ja, und die Hälfte meiner Familie oder zwei Fünftel, nämlich Mutter und der minderjährige Sohn, sind momentan irgendwo hier. Die wollten auf eine Toilette gehen und jetzt sind die verschwunden. Ja, wenn ich hier im Himmel rumsurfe, ja, und jetzt drehe ich mal die Kamera rum, kleinen Moment. So. Ja, wie immer 1000 Leute hier und noch der Rest der Familie. Jetzt kleinen Moment. Da stehen sie und zwei Fünftel der Familie werden momentan vermisst. Ja. Ja, hier am Dreifluss-Eck. Hoppla. Hier ist die Familienzusammenkunft wieder perfekt. Und hier befindet sich auch ein Spielplatz. Die MSS Viking, die ist noch direkt neben uns hier. Und gerade fährt noch ein anderes Schiff hier. Ja, ich hätte fast gesagt den Rhein, aber es ist die Donau runter. Ja, und hier ist zwar nicht übermäßig was los, aber doch schon das eine oder andere. Viele Leute schauen hier raus auf die Flüsse. Es sind drei Flüsse, die hier sich vereinigen, nämlich Donau, Inn und die Ilz. Das ist ein kleinerer Nebenfluss der Donau. Gut, insofern melde ich mich gleich wieder aus Passau. Komm wieder her. Bis gleich.
Ja, schon was Besonderes. Das ist jetzt quasi der Dom zu Passau. Und stehe da auf dem Vorplatz, bin noch etwa 50 Meter weg. Ja. Ist also wirklich ein sehr, sehr interessantes Gebäude. Ja, Passau ist eine sehr schöne Stadt. Wir sind hier nochmal etwas oberhalb des Inns und schauen quasi auch auf die andere Innenseite rüber, wo diese Pfarrkirche oben steht, die einen Gang hat, wo man dann runter zum Inn laufen kann. Und ja, wenn ich gleich die Gelegenheit habe, mich umzudrehen, kleinen Moment, dann kann man hier auch erkennen, es gibt so viele kleine malerische Gassen. Ja, wunderschön. Ja, ein Beispiel für einen dieser malerischen, wunderschönen kleinen Gassen. Hier wieder diese Gasse, wo man, wenn man zum Beispiel nach oben schaut, ist die auch nach oben hin offen. Und auf der anderen Seite quasi, wenn wir nach links gehen, kommen wir dann auch schon zum Dom. Was wir jetzt auch tun werden. Nein, wir sind genau falsch rum. Wir müssen nach rechts. Hier ist der Dom. Und da gehen wir jetzt auch nochmal rein.